Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. So schrieb der Paulus im 2. Korintherbrief. Vor 10 Tagen haben wir miteinander Pfingsten gefeiert. Pfingsten, das Fest vom Heiligen Geist. Aber was ist das für eine Freiheit, wenn wir von der Freiheit vom Heiligen Geist reden? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Rallentando-Ausgabe vom 2. Juni, einem gemeinsamen Online-Angebot von der reformierten Kirchengemeinde Erlibach und Herliberg. Freiheit. An was denken Sie, wenn Sie das Wort Freiheit hören? Ist es die Freiheit, nicht dauernd eine Maske anlegen zu müssen? Klar, auf das planen wir im Moment sicher alle. Die Freiheit, uns im öffentlichen Raum oder in einer Kirche zu versammeln zu können, so wie es uns ein Bedürfnis ist. Egal, wie viele Leute da am Schluss zusammenkommen. Auch das vermissen wir im Moment schwer. Oder die Freiheit, dort hier reisen zu können, wo es uns gerade gelustet. Und wer wartet nicht sehnsüchtig darauf, bis das wieder möglich ist? Natürlich ließ sich die Liste noch fast beliebig verlängern. Da gibt es einmal die ganz grundsätzlichen Sachen, wo wir uns Freiheit davon wünschen. Die Freiheit von Krankheit, Hunger und Not. Oder die Freiheiten, die wir uns in unseren Rechtsstaaten in einem langen Prozess erworben haben. Die Freiheit von Sklaverei und Leibeigenschaft, die Freiheit von Willkür, Zwang und Zensur. Und dann gibt es natürlich auch noch die Freiheiten, die wir nicht haben und wo wir uns in unseren Tagträumen etwa die ausmalen, wie es wäre, wenn wir sie hätten. Wenn wir nicht immer unseren Verpflichtungen nachkommen müssten. Wenn niemand uns Vorschriften machen würde und wir weder Steuern noch Gebühren müssten zahlen. Kurz, wenn uns nichts und niemand in unserer freien Entfaltung hindern würde. All die Freiheiten, die ich jetzt aufgezählt habe, haben etwas gemeinsam. Es sind Freiheiten von etwas. Also das Freisein von äusseren und inneren Zwängen. In der politischen Philosophie bezeichnet man das als negative Freiheit. Also der Zustand, wo weder die Regierung, noch die Gesellschaft, noch andere Menschen das individuelle Verhalten erschweren oder verhindern. Und ich bin ziemlich sicher, wenn wir uns in unserer neuzeitlich individualistischen Gesellschaft das Wort Freiheit hören, dann denken wir zuallererst an die negative Freiheit, als Freisein von. Wenn es aber negative Freiheiten gibt, so liegt es auf der Hand, dass es auch das Gegenteil davon geben muss, nämlich positive Freiheiten. Eine positive Freiheit ist nicht die Freiheit von etwas, sondern die Freiheit zu etwas. Die positive Freiheit geht nämlich einen Schritt weiter als die negative und bedeutet, dass ich etwas nicht nur machen darf, sondern das auch tatsächlich machen kann. Um das an einem Beispiel vielleicht noch etwas deutlicher zu machen. Meinungsfreiheit im negativen Sinn heisst, dass niemand mich durch Zensur oder andere Massnahmen daran hindern darf, meine Meinung zu äußern. Meinungsfreiheit im positiven Sinn heisst aber, dass ich auch die Kommunikationsmittel und den Zugang zu Medien habe, so dass ich meine Ansichten auch tatsächlich verbreiten kann. Und im ganz strengen Sinn habe ich die positive Meinungsfreiheit sogar erst dann, wenn ich das auch tatsächlich mache. Das Wort Freiheit kann also nicht nur bedeuten, dass niemand mein Verhalten behindert, sondern es kann auch die positive Freiheit meinen. Die Freiheit haben, etwas zu machen. Also das Freisein zu. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit.
Was für eine Art Freiheit ist jetzt aber die Freiheit vom Geist, wo der Paulus da davor redet? Ein erster Hinweis können wir bei einem späteren Schriftsteller finden, einem Philosoph Martin Heidegger. Er bestimmt die negative Freiheit, die Freiheit von, als Unbundenheit. Die positive Freiheit, die Freiheit zu, als sich binden an. Weil ja die Freiheit, etwas zu erreichen, immer schon ein Ziel voraussetzt, das man erreichen will. Man bindet sich also quasi selber an das Ergebnis, das man erreichen will. Und schon beim Heidegger schimmert dabei die Herleitung vom Begriff Religion aus dem Lateinischen religare, also anbinden oder zurückbinden, durch. Bereits aus dieser philosophischen Sicht könnte man also sagen, dass die Freiheit vom Geist als Freiheit, die aus unserer religiösen Bindung entsteht, eng mit dem Begriff von der positiven Freiheit verbunden ist. Und darum ist es wohl auch kein Zufall, dass ausgerechnet Taube das bekannteste Symbol für den Heiligen Geist ist. Wie jedes Lebewesen und jeder Gegenstand ist auch die Taube der Schwerkraft unterworfen. Sie spürt die Gravitation der Erde genauso wie wir. Auch sie ist nicht frei von der Schwerkraft. Aber mit ihren Flügeln kann sie sich vom Boden lösen und fliegen. Sie ist frei dazu, sich aufzuschwingen, sich von Luft und Wind tragen zu lassen und über allem zu schweben. Und genau so eine Freiheit ist die Freiheit vom Geist, die uns im Neuen Testament versprochen wird. Der Geist befreit uns nicht von. Es wäre ja auch eine naive Vorstellung. Wir müssen nur genug fest glauben und schon sind wir frei von Krankheit, Hunger, Not und Verpflichtungen. So funktioniert es leider nicht. Aber die Freiheit vom Geist befreit uns zu. Sie befreit uns dazu, uns dreit und aufgehoben zu wissen und uns so über die Schwierigkeiten vom Alltag aufzuschwingen und ein Stück weit darüber zu stehen. Sie befreit uns dazu, das Leben aus einer ganz neuen, anderen Perspektive anzuschauen, das Leben neu und anders zu denken und aus dieser Sicht neue Wege zu beschreiten, Neues zu riskieren und neue Ziele ins Auge zu fassen. Genau das meint übrigens ein Wort, das uns heute eher ein bisschen altertümlich und frömmelig vorkommt, nämlich Bekehrung. Im griechischen Neuen Testament steht nämlich dafür das Wort Metanoia. Und das heisst wörtlich übersetzt so viel wie Neudenken, Dahinterdenken oder drüber ausdenken. Wer sich bekehrt, denkt neu. Die Freiheit vom Geist ist also die Freiheit dazu, die Welt neu zu denken und uns auf den Weg zu machen, die Welt auch tatsächlich zum Guten zu verändern. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche mit ganz viel begeisterter Freiheit.